Herzlich willkommen zum heutigen Infodienst AgilSmart 24. Einige Leser meines Infodienstes AgilSmart 23 in der vergangenen Woche haben es wohl befürchtet und sind davor zurückgeschreckt, auf den Button Bestellen für Vivotum Premium zu klicken. Ich will nur sagen, keine Angst, klicken Sie ruhig darauf, das ist überhaupt kein Problem und es ist auch nicht gleich kostenpflichtig. Hier noch einmal der Link eingeblendet. Nein, keine Gefahr, klicken Sie ruhig darauf. An dieser Stelle gelangen Sie zu Informationen, die für Sie auch noch interessant sein könnten. Es berichten nämlich auf dieser Seite, zu der Sie da kommen, erfahrene Anwender, was Sie für Erfolge mit Vivotum Premium erzielt haben. So, heute geht es um Ernährung mit Vitaminen. Dabei geht es um die Gruppe von Menschen, die nicht krank werden wollen und sich entsprechend ernähren wollen, hauptsächlich. Man kann auch bei Erkrankungen etwas mit Vitaminen tun, aber hauptsächlich ist es ja verbreitet, mit der Einnahme von Vitaminen etwas für die Erhaltung seiner Gesundheit zu tun. Also nun zur Ernährung. Ihr wird ja eine große Bedeutung zugerechnet als Beitrag für ein gesundes Leben. Solange wir zurückdenken können und täglich auch heute hören wir, dass Vitamine für unsere Gesundheit ganz wichtig seien. Und das mag auch stimmen. Oder etwa nicht? Schließlich freuen wir uns sogar, wenn wir auf einer Bonbonpackung lesen, dass in dem Bonbon Vitamin C und Vitamin E seien. Und wir geben diese Bonbons dann unseren Kindern oder Enkelkindern sehr gern, da wir ja meinen, etwas Gutes zu tun, indem wir Vitamine verabreichen. Auch die Industrie weiß das, deshalb druckt sie das darauf und wir greifen, weil das da drauf steht, eher zu diesen Vitaminen, um etwas Gutes zu tun. Schließlich hängen in über 30% der Fälle Erkrankungen von der Ernährung ab. Das hat Professor Spranger von der Berliner Charité erforscht und auch kürzlich publiziert. Also wollen wir mit richtiger Ernährung uns vor Osteoporose, Gicht oder Arthrose und anderen Erkrankungen schützen. Doch machen wir einen Fehler, wenn wir natürliche Ernährung und damit das, was wir brauchen, um gesund zu bleiben, allein auf Vitamine reduzieren. Dass dieser Fehler, die Reduktion von natürlicher Ernährung auf Vitamine, dass das ein sogar sehr gefährlicher Fehler ist oder sein kann, das erfahren Sie jetzt. Wir versprechen uns ja von Vitaminen eine sogenannte antioxidative Wirkung. Das heißt, wir wollen damit die freien Radikale neutralisieren. Freie Radikale können unsere Zellen beschädigen, können zu schweren Erkrankungen führen. Und das gilt immer nur für zu viele freie Radikale. Zum Beispiel freie Radikale des Sauerstoffs. Die können in unserem Körper sogar Krebs auslösen. Wie gesagt, zu viele freie Radikale sind gefährlich. Ansonsten brauchen wir schon Radikale für unser Leben. Wir brauchen es für unseren Ablauf in unserem Körper. Wir können ohne freie Radikale nicht einmal den Arm heben. Aber wie gesagt, es sollten nicht zu viele freie Radikale werden. Damit das nicht passiert, nehmen wir Vitamine und hoffen auf deren Wirkung als Antioxidantien. Sie wissen bereits, dass die antioxidative Kapazität von Pflanzen mit Angaben des ORAC-Wertes quantifiziert werden kann. Der ORAC-Wert sagt uns, wie groß die Fähigkeit der verzehrten Pflanzen ist, freie Radikale zu neutralisieren, also was sie für eine Kapazität haben. So steht die Acai-Beere mit einem ORAC-Wert ganz oben. Der ORAC-Wert bei Acai-Beere ist 6000 pro 100 Gramm. Gefolgt wird die Acai-Beere von Granatapfel mit ungefähr 3000 ORAC und am dritten Platz sind dann Blaubeere und Grüntee. Diese Nahrung ist also zum Zellschutz sehr, sehr gut geeignet und immer zu empfehlen, da sie die freien Radikale neutralisiert, ehe diese freien Radikale unsere Zellen schädigen, wobei sogar Krebs entstehen kann. Dass sich Menschen durch das Rauchen sehr gefährden
und dabei über erhöhte freie Radikale durch das Rauchen es eher zu Krebs kommt, ist uns längst bekannt. Deshalb haben Raucher einen erhöhten Vitaminbedarf, um die beim Rauchen entstehenden freien Radikale unschädlich zu machen. Wissenschaftler wollten erforschen, ob sich mit vermehrter Vitamingabe die Krebsrate bei Rauchern reduzieren lässt. Schließlich werden ja angeblich mit Vitaminen freie Radikale abgefangen, bevor sie die normale Zelle zu einer Krebszelle schädigen. Das war also das Ziel und das Ansinnen. In Finnland fand vor einiger Zeit eine große Studie, bei der 30.000 Raucher teilgenommen haben. Und den Rauchern wurde in einer Gruppe vermehrt Vitamine gegeben. Man erhoffte sich bei der Gruppe durch zusätzliche Gabe von Vitamin E und Beta-Carotin eine Verringerung der Anzahl von Lungenkrebs. Doch man musste die Studie vorzeitig abbrechen, weil genau das Gegenteil passiert ist. Was war unerwartet zu beobachten? Diejenige Gruppe von Studienteilnehmern mit erhöhter Vitamineinnahme kam zu einer um 18% erhöhten Anzahl von Lungenkrebs. Also keine Verringerung, sondern sogar deutlich erhöhte Zahl von Lungenkrebs in der Gruppe der Raucher mit zusätzlicher Vitamineinnahme. Also eine totale Überraschung, wie kann das passieren? In Nordamerika wollte man das Ergebnis nicht glauben und startete eine neue separate Studie. Man vermutete nämlich in den USA, dass das finnische Ergebnis unter dem Einfluss von Tschernobyl, der Katastrophe Tschernobyl, so negativ ausging. Für mich unverständlich, da ja auch die Rauchergruppe ohne zusätzliche Vitamineinnahme den vermeintlichen Auswirkungen von Tschernobyl ausgesetzt waren. Aber jedenfalls startete man in den USA eine ähnliche Studie mit Rauchern und Vitaminen. Bei dieser US-Studie oder USA-Studie mit 18.000 Rauchern nahmen die Krebsfälle in der Vitamingruppe sogar zu. Es kam zu Todesfällen in der Vitamingruppe. Und das alles durch Vitamingabe? Ja, woran lag das? Wir meinen doch zu wissen, dass Vitamine uns vor Krebs schützen. Und dann so etwas. Es ist eben eine fehlerhafte Annahme, dass Vitamin allein und isoliert gegen die Entstehung von Zellschäden helfen kann. Ich selbst weiß es schon seit Beginn meiner Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Gehring in Bad Münder, dass Vitamine allein nicht helfen und sogar schädlich sein können. Dr. Gehring ist der für mich ausgewiesenste Arzt in Deutschland, der aufgrund seiner Forschung exzellente Kompetenz zur Ernährung und Nahrungsergänzung hat. Ich verdanke ihm sehr viel eigenes Lernen und eigenes Wissen zu diesem Komplex. Wie können wir also die finnischen und nordamerikanischen Studien und deren Ergebnisse auswerten? Das geht so. Die künstlichen Vitamine sorgen zwar dafür, dass die freien Radikale des Sauerstoffs abgebunden und neutralisiert werden, doch entstehen dafür an den Vitaminen selbst gefährliche freie Elektronenbindungen, also freie Radikale der Vitamine. Diese sind anscheinend viel gefährlicher als die Sauerstoffradikale und führen viel öfter zu Krebs als bei Sauerstoff. Freie Radikale des Vitamin A scheinen besonders aggressiv zu sein. Die beiden Studien, sowohl in Finnland als auch in den USA, haben das ganz deutlich gezeigt. Was ist zu tun, nachdem wir das erkannt haben, dass Vitamine schädlich sein können und sogar zu Krebs führen? Wir dürfen die notwendigen Antioxidantien in der Form der Vitamine nicht isoliert einnehmen, sondern sollten sie in natürlicher Form anwenden. Künstliche Vitamine verhalten sich ganz anders als natürliche Nahrung und die mit der natürlichen Nahrung aufgenommenen Vitamine. Bei Nahrungsergänzung haben wir darauf zu achten, dass diese aus natürlichen Substanzen besteht. Das ist in der Sache her ganz einfach für uns zu lösen. Machen wir es wie unsere Vorfahren und nehmen reichlich frisches Obst und Gemüse ein. Die in Obst und Gemüse befindlichen sekundären Pflanzenstoffe schützen uns dann perfekt. Erst dann kommt der ORAC-Wert zur Wirkung. Nicht die Vitamine der Acai-Beere zum Beispiel isoliert einnehmen, sondern Acai-Beeren als Frucht oder Saft nutzen.
Gleiches gilt auch für die anderen ORAC-Renner, wilde Alaska-Blaubeere, Granatapfel und Grüntee. Immer die Substanz selbst, die Frucht selbst zu sich nehmen und nicht isolierte Vitamine. Was sind nun diese wertvollen sekundären Pflanzenstoffe? Meine Antwort: Das wissen die Wissenschaftler noch nicht genau. Auch sind bisher nur wenige sekundäre Pflanzenstoffe erforscht. Es gibt zigtausende sekundäre Pflanzenstoffe und wir kennen nur wenige. Wir wissen nur heute schon, dass die Geschmacks-, Geruchs- und Farbstoffe von Obst und Gemüse durch die sekundären Pflanzenstoffe gebildet werden. Was können wir also daraus lernen? Wir sollten uns nicht nur auf isolierte oder überhaupt nicht auf isolierte Vitamine stützen, sondern auf frisches Obst und Gemüse. Das hört sich eigentlich ganz einfach an. Uns können nämlich die Vitamintabletten aus dem Supermarkt sogar schaden. Das dafür verwendete Geld wäre besser für Obst und Gemüse ausgegeben. Doch gibt es aufgrund der Ernte lange vor der Reife von Obst und Gemüse, aufgrund der langen Transportwege, der großen Verarbeitungstiefe, ehe wir es verzehren, und aufgrund von Pestiziden andere Probleme in Verbindung mit Obst und Gemüse. Ich habe letztens in Südeuropa mit ansehen müssen, dass reife, aber natürlich und wirklich natürlich grün gefärbte Zitrusfrüchte für uns Mitteleuropäer mit orangener Farbe behandelt werden, um es hier besser zu verkaufen. Es gibt also reife, grüne Orangen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Die werden jedoch von den Mitteleuropäern nicht gekauft als grüne Früchte. Auch wenn sie reif sind. Das Einfärben kann also nicht gut sein. Unsere EU-Richtlinien geben auch zum Denken Anlass. Und da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Es gilt ein Apfel nach EU-Richtlinie selbst dann noch als frischer Apfel und kann so ausgewiesen werden, wenn schon 3 Jahre nach dessen Ernte vergangen sind. Äpfel im Supermarkt dürfen als frisch ausgewiesen werden, obwohl sie vor 3 Jahren gepflückt werden und seitdem unter Schutzgas lagen. Das gibt die dafür geltende EU-Richtlinie her. Seit ich das weiß, esse ich Äpfel nur aus dem eigenen oder Nachbarsgarten. Bloß was ist zu tun, um den Wert von 5 bis 10 Mahlzeiten frischen Obstes und Gemüse täglich einzunehmen, um gesund zu bleiben? Das empfiehlt nämlich die Gesellschaft für gesunde Ernährung. Ich habe mich für Nahrungsergänzung entschieden, die naturbelassen und wertvoll ist. Sie wissen vielleicht schon aus meinen vorherigen Mitteilungen, dass ich Ozell-Produkte einnehme seit mehr als 20 Jahren. Für Ozell steht Dr. Gehring mit seinem Namen. Dafür garantiert er die gute Qualität. Und für die Zellregeneration nehme ich Cayenne Hirs Triangle. Bei beiden, also bei Ozell und Cayani, habe ich mich überzeugt, dass die Qualität stimmt. Alles ist nicht nur naturbelassen, sondern auch von höchster und ständig kontrollierter Güte. Der Inhalt eines kleinen Beutels Cayani Sunrise, das ist eine Substanz aus der Produktgruppe von Cayani, enthält 30 Milliliter wirklich gut schmeckenden Beerensaftes und hat einen ORAC-Wert, der ist identisch zu 7,5 Kilogramm frischen Obstes aus dem Supermarkt. Also dieser Vergleich, der hat mir eigentlich gereicht und hat mich befriedigt und mich zufriedengestellt. Und dann habe ich die Forderung nämlich von 5 bis 10 Mahlzeiten frischen Obstes und Gemüses erfüllt und mit einer wesentlich geringeren Menge, nämlich mit 30 Millilitern. Von Cayenne. Das ergibt sich aus den Beeren, die dieser ORAC-Wert ergibt sich aus den Beeren, die für den Cayenne-Saft Sunrise verwendet werden. Und bei den anderen Cayenne-Substanzen ist es ähnlich. Gleiches trifft für Ozell zu. Ich habe mich seit vielen Jahren umgesehen und genau ist es seit 1997, um Nahrungsergänzung zu finden mit bester Qualität. Habe vieles probiert, auch wissenschaftlich sorgfältig gemessen, in den Substanzen und im menschlichen Körper. Bei Cayenne spürt man übrigens gleich nach dem Verzehr alles durch verbesserte mentale
und physische Fitness. Diese trat bei mir nach 2 Tagen schon deutlich spürbar ein. Das ist mein eigenes Erleben durch Verzehr natürlich belassener Substanzen. Und deshalb bleibe ich dabei. Vielleicht wollen auch Sie von meinen Erfahrungen profitieren und Cayeni zur besseren Zellregeneration nutzen. Das ist ganz einfach möglich und sogar ohne Risiko. Bestellen Sie sich doch einfach das Cayeni Hillstrangel und probieren Sie es aus. Und vielleicht sind Sie ebenso zufrieden wie ich und meine Familie. Ich habe hier den Link dazu eingeblendet. Und sollte das nicht bei Ihnen so der Fall sein wie bei uns, so bekommen Sie innerhalb von 30 Tagen Ihr Geld 100%ig zurück. Es ist nicht mehr nötig, als eine E-Mail oder ein Telefonat zu führen und von Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht zufrieden sind. Mehr nicht. Sie bekommen Ihr Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Und sollte sich bei Ihnen eine besonders gute Zufriedenheit, so wie bei mir, einstellen und Sie regelrecht begeistert sein von der Wirkung auf Ihren Körper, dann rufen Sie mich einfach an oder schreiben mir eine E-Mail. Dann sprechen wir darüber, wie Sie die Cayeni-Substanzen dauerhaft und sogar kostenlos beziehen können. Das ist sehr einfach zu erreichen. Ich tue das schon seit Monaten. Ich freue mich jetzt schon auf Ihren Kontakt. Soweit zur Ernährung und der potenziellen Schädigung der potenziellen schädigenden Wirkung isolierter künstlicher Vitamine. Sie wissen, dass ich schon lange künstliche Vitamine ablehne, jedoch mit einer Ausnahme, nämlich Vitamin C. Dort weiß man spätestens seit Doppel-Nobelpreisträger Linus Pauling, dass Vitamin C isoliert sogar von hohen Mengen eingenommen werden kann, ohne Schäden zu befürchten. Im Gegenteil, es unterstützt die Gesundheit, diese hohe Menge Vitamin C. Linus Pauling hat es selbst getan und blieb bis ins hohe Alter sehr gesund. Es gibt übrigens jemanden, der sich ganz große Verdienste mit natürlichen Mikronährstoffen erworben hat und noch als junger Wissenschaftler mit Linus Pauling zusammengearbeitet hat. Ich meine den Wissenschaftler Dr. Matthias Rath. Er hat schon vor über 10 Jahren den Beweis erbracht, dass man sich mit Mikronährstoffen der Natur nicht nur vor Krebs schützen kann, sondern auch damit Krebs heilen kann. Wie gesagt, der Beweis liegt schon seit über 10 Jahren vor und viele Menschen konnten von ihrem Krebs damit geheilt werden. Noch nicht gewusst? Wen wundert es? Mit natürlichen Substanzen kann nicht wie bei Chemotherapie und anderen patentierten Medikamenten durch die Pharmakonzerne großer Profit gescheffelt werden. Natur kann durch Pharmakonzerne nicht patentiert werden. Aber Dr. Raths Forschungsergebnisse haben längst den Durchbruch gezeigt. In seinem Buch Krebs, das Ende einer Volkskrankheit, schreibt er für jedermann verständlich, wie es geht, sich vor Krebs zu schützen und bei Krebs sich zu heilen. Ohne Risiken, Gefahren und Folgewirkungen. Und spätestens mit dieser Formulierung erkennen Sie, dass Dr. Raths Methoden noch mehr Platz in unserem Infodienst AG Smart einnehmen werden. Ich verspreche Ihnen, dass Sie dazu noch viel erfahren werden. Ich arbeite gerade an einem Online-Seminar zu dieser Methode von Dr. Rath. Und wenn dieses Online-Seminar startet, dann lade ich Sie dazu ein. Jeder muss es wissen, wie es geschieht. Ich habe übrigens einen Service für alle AG Smart-Leser, die gern mehr erfahren wollen, zu leben ohne Krankheit. Und über den Link ulrich-mtc.de/bestenliste gelangen Sie zu weiterführender Literatur, die ich Ihnen dort empfehle. Somit finden Sie dort auch den Zugang zu den beiden Büchern Band 1 und Band 2 von Krebs, das Ende einer Volkskrankheit von Dr. Matthias Rath. Es geht darin um eine sehr humane und erfolgreiche Methode zur Heilung von Krebs. Alles kann man beim Lesen gut verstehen. Und hier wird auch von Patienten berichtet, die schon über 10 Jahre durch Dr. Rath vom Krebs geheilt sind. Es gibt also nicht nur den wissenschaftlichen, sondern auch den vielfachen klinischen Beweis für den Erfolg der Methode. Und das ohne Profitbeteiligung der Pharmakonzerne. Lesen Sie in den beiden Büchern auch, wie diese Konzerne und deren Lobby gegen die Methode vorgehen.
Zum Glück lässt sich das aber nicht mehr aufhalten. Eigentlich haben alle Krebspatienten weltweit den Zugang zu dieser wunderbaren Methode. Zusammenfassung: Wir haben gelernt, dass künstlich erzeugte Vitamine gefährlich sein und sogar Krebs erzeugen können. Natürlich belassenes Obst und Gemüse schützt uns vor zu stark anwachsenden freien Radikalen in unserem Körper und damit vor großen Gefahren. Die erforderliche Menge an Schutzstoffen aus Obst und Gemüse kann über qualitativ hochwertige Nahrungsergänzung eingenommen werden. Natürliche Substanzen bilden nach den Forschungsergebnissen von Dr. Rath auch eine wirksame Waffe gegen Krebs, beim Schutz vor Krebs und bei dessen Heilung. Abschließend hier noch einmal meine Einladung zu meinem kostenlosen Online-Seminar zu Vivotum Premium. Der Link dazu und der Klick dazu, den finden Sie im Text unter dem Video. Jetzt laufen ja noch die Online-Seminare zur Hochtonfrequenztherapie fast jeden Tag. Und denken Sie daran, das Online-Seminar ist zwar kostenlos, jedoch ist die Teilnehmerzahl täglich auf 50 limitiert. Also melden Sie sich über diesen Link und diesen Button an. Wer jetzt noch mehr über Dr. Raths Methode wissen will, dem empfehle ich das oben erwähnte Buch. Ich habe es auf der Seite ulrich-mtc.de/bestenliste zusammengestellt. Sie finden dort noch andere von mir empfohlene Bücher und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Diese Bestenliste aktualisiere ich übrigens ständig. Es lohnt sich also ab und zu mal wieder nachzusehen. Das war's für heute. Freuen sich auf den nächsten Infodienst. Agile Smart.